Hallo. Und zwar heute machen wir mal eine Biskuitrolle. In erster Linie habe ich jetzt erstmal nur die Zutaten für den Teig hingestellt, weil ich habe gedacht, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Teig und machen den in den Ofen und dann einfach um die Füllung. Und die Füllung ist, wie ihr schon wahrscheinlich gelesen habt, mit Nutella. Und ja, und jetzt sage ich einfach mal, ach ja genau, den Ofen können wir auf 175 Grad. Und der Teig kommt dann so etwa 50 Minuten in den Ofen. So, und ich sage euch jetzt mal die Zutaten. Allerdings, ich habe jetzt, bei mir wird es ein bisschen kleiner ausfallen. Ich brauche nicht so eine ganze Rolle. Deswegen, wenn ihr so eine normale, große Rolle macht, dann nehmt einfach die doppelte Menge. Und zwar, das sind einmal 3 Eier in meinem Fall. Dann 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Päckchen Vanillezucker. Dann 140 Gramm Mehl und 110 Gramm Zucker. So, und dann fangen wir einfach mal an mit den Eiern. Und die Eier, die sollten Zimmertemperatur haben. So, und jetzt geben wir einfach den Zucker. Und das halbe Päckchen Vanillezucker dazu. So. Und das wird jetzt erstmal verrührt. Sind da schon schön die Blasen zu sehen. So ist es auch richtig. Und jetzt geben wir einfach so einen Teelöffel Backpulver und das Mehl dazu. Schon die Zubereitung für den Teig. In den Teig geben wir jetzt einfach das Backpapier. Jetzt verstreiche ich den einfach ein bisschen. Und ihr seht ja jetzt die Menge und wenn ihr es halt mehr haben wollt, dann nehmt einfach die doppelte Menge. So war es auch angegeben. Also mit der doppelten Menge, so war das Rezept auch angegeben. Ich habe es mir nur einfach alles die Hälfte genommen. Einfach so für 50 Minuten in den Backofen und dann sehen wir uns wieder und machen dann so. Also der Biskuitteig ist noch im Ofen, aber wir kümmern uns jetzt schon mal um die Füllung. Und zwar, da haben wir einmal, ich habe jetzt 1,5 Blatt Gelatine schon mal eingeweicht. Wie gesagt, ich habe die halbe Menge ja genommen, 1,5 Blatt Gelatine. Dann habe ich 75 Gramm Nutella, einmal hier. Dann habe ich 150 Gramm Frischkäse, 25 Gramm Puderzucker, dann 50 Gramm Verlassene Butter. Also ein bisschen weicher halt sein. So, das und ja, genau.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir bis auf die Gelatine einfach alles mal zusammen. So, habe ich mir da extra einen Löffel hingelegt? Nein. So, dann Puderzucker. So. Dann die flüssige Butter. Und natürlich der Hauptbestandteil in diesem Rezept hier, Nutella. So. Gelatine dran. Die drücken wir uns jetzt mal hier aus. Und geben sie in den Topf. Und ich mache das jetzt auf ganz niedriger Temperatur, dass die jetzt nur leicht zerschmilzt. Und dann gebe ich von dieser Nutella-Masse hier einfach ein bisschen rein. Dann, wenn die Gelatine jetzt nämlich gleich geschmolzen ist, kommt die dann nämlich erstmal zu der Masse. Dann wird das erstmal verrührt, damit sich das alles schön verbindet. Und dann kommt es in die Endmasse. Aber hier sehe ich an der Seite, hat es noch nicht alles mitgenommen, deswegen rühre ich es jetzt gerade noch. Ausreichend. So, gleich soweit. Sie löst sich da richtig schön auf, die Gelatine. Wie besprochen. So, dann jetzt verrühren wir das hier. So. Und bis der Teig jetzt fertig ist, stelle ich das einfach so lange noch in den Kühlschrank. Also der Teig braucht noch einen kleinen Moment, aber ich habe gedacht, den einen Schritt, den kann ich euch eigentlich jetzt schon mal zeigen. Und zwar, ich habe ein frisches Geschirrhandtuch mir mal hingelegt und jetzt tue ich das mit Zucker so bestreuen, weil wenn der Biskuitboden dann rauskommt, soll der sofort hier drauf gestürzt werden. So, zu viel will ich jetzt auch nicht machen, sonst wird das alles zu süß. So, das ist das eine, was ich zeigen wollte, und das andere ist, ich wollte mir dann von der Füllung etwas in den Spritzbeutel abnehmen. Da habe ich hier so einen Einwegspritzbeutel genommen mit so einer Tülle dran und habe mir den hier über so ein Glas gemacht. Dann ist das einfach einfacher zum Befüllen und bleibt vor allem da und liegt da nicht irgendwie auf der Seite rum. Und das mache ich aber allerdings nur für die Deko, also das muss man nicht machen. Und dann habe ich hier noch gefunden, dass ich so ein paar Schokostreusel habe und die wollte ich dann auch zum Dekorieren genommen.
Das wollte ich jetzt einfach nur mal zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Teig fertig ist. Aber eins muss ich jetzt noch sagen, bevor wir das jetzt rausholen. Ich habe mich natürlich vertan. Also nichts mit 50 Minuten. Das sind so 15 bis 20 Minuten. Ich war noch irgendwie gedanklich bei einem anderen Kuchen und habe da einfach nur Quatsch erzählt. Also das ist wichtig zu wissen. Wow, rein erwischt. Rollen. So, jetzt noch ein Tuch. Dann. Das schnell abziehen. Und jetzt tun wir das einfach hier so mit dem Tuch einrollen. So, und so kann das jetzt erstmal auskühlen, damit es dann nämlich, wenn wir es füllen, nämlich nicht mehr bricht. Ja, jetzt lassen wir das einfach einen Moment auskühlen. Und dann machen wir den Rest mit dem Bestreichen und mit dem Dekorieren. Also so, bis gleich. Dachte, jetzt machen wir einfach mal wieder diese Perspektive. Dann sieht man das Ganze einfach doch besser. Und zwar, jetzt rollen wir das einfach wieder auseinander. So. Genau. Jetzt nehme ich ja von dieser Masse ein bisschen für die Deko noch ab. Mache ich hier einfach in den, ich hoffe ihr seht es, stelle es mal hier hin, hier da einfach ein bisschen rein. Ah, das machen wir noch. So. Den Rest hier mal drauf. Ich glaube, ich habe vielleicht doch ein bisschen zu viel für die Deko wieder zur Seite genommen. Ja, im Endeffekt ist es ja irgendwo auch egal. Aber ich glaube, ein bisschen nehme ich doch noch mal davon ab. So. Jetzt verstreichen wir das einfach. Und jetzt rollen wir das einfach wieder ein. Das ist natürlich ohne das Geschirrhandtuch wäre sinnvoll. Habe ich nicht so einen schönen Teller extra für so Kuchen. Jetzt habe ich halt einfach einen normalen Teller. So. Jetzt nehmen wir das mal gleich zur Seite. Die gewaschen werden. So. Jetzt schneide ich nur mal das Stückchen hier hinten ab. Das kann man dann so essen. Hier auch ein bisschen sauberer.
Wenn schon, denn schon. Das muss man ja um Gottes Willen nicht wegschmeißen. So. Jetzt. Also entweder kann man auch die Rolle dann noch mit der einfach ein bisschen mehr Creme machen und dann die Rolle damit einstreichen. Man muss auch gar nichts machen. Ich habe mir jetzt aber einfach gedacht, dass ich jetzt einfach hier oben, wenn es was wird, das noch ein bisschen. Huch! Naja, blups. So. Einfach hier so. So habe ich gedacht. Und dann kommen hier einfach so ein paar Schokostreusel drauf. Sieht aus. Ich würde sagen, diesmal brauche ich euch ja keine andere Perspektive zu zeigen. Reicht ja, denke ich mal, hier so. Und ja, macht's nach. Lasst es euch schmecken. Und ich sage von hier aus tschüss. Tschüss.